Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn und dem Beagle. Wir sind hier immer noch in der Brutstätte. Ich habe letztes Mal auf die harte Tour mitgekriegt, dass die Speicherpunkte nicht so optimal sind. Mal gucken, ob wir es diesmal schaffen. Achso, lass ich los. Warte mal, so hoch, runter, hocke. Ich gestehe, ich habe jetzt sehr lange kein Horizon Zero Dawn mal gespielt und die Uncharted-Steuerung jetzt voll drin. So nicht geplant, Leute. Das war wie immer so nicht geplant. Ah, Kacke. No aim. No aim. Ah! Wo kommst du denn her? Warte mal, wie greife ich an? Wie greife ich an? So greife ich an. Like a Bro. Einfach die ganze Steuerung komplett vergessen. Was ist denn hier los? Guckt es euch an da hinten. Alles voll. Ich glaube aber, die kommen gar nicht zu mir. Ach, das hier ist schon... Leute, wo muss ich hier hin? Jetzt jagen sie mich. Ja, ich weiß, Aloy, ich weiß. Au, au! Was? Irgendwas habe ich erwischt. Sie ziehen ab. Tun sie das wirklich? Ich weiß es nicht, Ella. Und da? Ist auch okay. Die Falle funktioniert von beiden Seiten. Komm ruhig her. Ja, boom. Okay, Leute, ich habe wirklich gerade keine Ahnung. Renne ich jetzt hier wieder zurück oder wie? Nein. Clever? Weiß ich nicht, Aloy. Komm ruhig. Put, put, putti, put, 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 put. Putti, putti, put, 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 put. Er hat keine Lust, zu mir zu kommen. Doch, hat er. Hat er, ist so. Mein Inventar ist schon wieder voll, Leute. Wie kann das ist? Und ich brauche das alles doch. Naja, vielleicht nicht so viel Holz, aber es ist immer noch besser als, naja gut. Kann ich denn vielleicht, Entschuldigung. Ich habe noch ganz viele Schatz. Die mache ich jetzt nicht auf, weil wenn das nicht klappt, dann Spezialobjekte. Okay. Nee, wie mache ich das nochmal? Ah, so. Ja, sorry. Also, ich kann theoretisch Reisen, Tragkapazität, Fallenbeutel, Modifikationsbeutel ist gar nicht schlecht. Ah, idealer wäre aber eigentlich gewesen, wenn ich mehr Rohstoffe mitnehmen kann. Da brauche ich mehr Wildschweinknochen, das sollte ja kein Thema sein dann. Kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Na gut. Das muss ich so hinnehmen. Ich habe aber wirklich immer noch keine Ahnung, ob ich überhaupt richtig bin.
Was sagt denn eigentlich mein... Also wenn ich jetzt zurückrenne, Leute, tut's mir leid. Ach nein, ich renne nicht zurück. Hier bin ich ja letztes Mal gestorben. Weil ich nicht wusste, wo es lang geht. Also Leute, ich weiß immer noch nicht, wo es lang geht, wenn ich ehrlich bin. Da, haha, wir kommen nie wieder aus dieser Brutstätte raus, Leute. Es tut mir sehr leid. Ich würde sagen, das war's dann mit Horizon Zero Dawn. Was gibt's denn hier Spannendes? Einfach eine rote Stelle, ist okay. Ah, hier geht's weiter, Leute. Guckt's euch an. Wie kann man sowas übersehen? Nee, oder? Doch. Hier oben. Ach, Leute. Kannst du bitte schneller gehen, Maus? Dankeschön. Ey, Leute, die kleine Maus hier. So, muss halten mit überbrücken. Das kriege ich hin. Ich weiß, Aloy, ich weiß. Ich bin auch genauso unglücklich wie du drüber. Aber wir werden hier wieder ziemlich gut ausgerüstet. Ich gehe also davon aus, dass wir gleich einen Kampf haben werden. Ich habe mir übrigens vorgenommen, nach der Brutstätte werden wir die verdorbenen Stellen reinigen, um ein bisschen in der Haupthandlung voranzukommen. Wir wollen ja nach Meridian. Okay. Spannend, Leute, spannend. Ach, ich finde Brutstätten schon interessant. So, die erste ist ja theoretisch noch nicht so anspruchsvoll. Kann ja keiner ahnen, dass der Orientierungsspiegel hier reingeht. So. Da geht's weiter. All die Technik, das ist so fortgeschritten, ne? Ich kann nicht verstehen, dass die Nora dahingehend so zurückgeblieben sind, obwohl sie sehen in der Welt, diese unglaubliche Technik. Das kann man ja auch nicht mit Menschenleben oder so erklären. Abseilen, abseilen, abseilen. Sehr geile Sache. Flup. Flup, flup. Zui, hui, hui. Aloy, gerne hüpfen. Hüpfen Spaß. So. Da müssen wir lang. Okay. Ich habe schon zu viel dabei. Ach, Aloy, du musst es nicht immer wieder kommentieren und mir damit einen Schlag ins Gesicht geben, dass mein Inventar nicht groß genug ist. Danke, ich weiß das. Ich bin mal gespannt. Okay, du bist ein Brüllrücken. So, ich bereite mich nämlich jetzt erstmal vor, Leute. Oh, hier sind ja kleine Fischers. Na, ihr? Ich habe keine Zeit für euch. Es tut mir leid. Ich will euren kleinen Babu da fertig machen. So. Ja, ja, ich weiß, ich muss ziemlich viel liegen lassen. So, 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 so. Wo ist denn hier das Überbrückungsdingensbummens da? Wie er da steht, ready for takeoff und sagt, ich will sie umbringen. Ich will sie umbringen. Ohne mich, Dude, ohne mich. Ich finde nur die Konsole gerade nicht. Da nicht. Also es gibt eine Konsole, an der ich theoretisch... Absolut kein Platz dafür. Ja, danke, Aloy. I know that. Dann gucken wir uns halt erst die Höhle an. Auch... Oh ja, das konnte ich... Sag mal, wo ist denn die scheiß Konsole?
da oben. Ach, Kacke, da muss ich jetzt für mich entscheiden, wie ich das am besten mache. Okay. Ich werde dann mal... Vielleicht kriege ich ihn ja auch dahin gelotst. Das wäre ja auch ziemlich cool. Und so schwer sind Brüllrücken ja jetzt auch nicht, sagte sie und starb gleich ziemlich heftig. So, egal in welche Falle er reinrennt, es wird ihm wehtun. So. Bin ich jetzt mal bereit? Nee, nicht ganz. Jetzt bin ich bereit. Und überbrücken. Ein bisschen fies, dass das in meinem Rücken passiert, ehrlicherweise. Die Maschine wird nicht zulassen, dass ich irgendwas anfasse. Nee, wird sie nicht. Komm mal her. Aber was war nochmal dein Ohr? Ja. Schwäches Eis. Kein Thema, ich habe nur kein Eis da. Macht nichts, er rennt in die Pfeile. Das sind ja noch mehr Dudes. Das sind noch mehr Dudes. Falle. Kleiner, renn du mir bitte nicht in die Falle rein, ja? Das hat sehr gut funktioniert. Der Plan hat jetzt besser funktioniert, als ich es erwartet habe. Der ist in sich, glaube ich, explodiert. Hihi, hihi. Ich liebe es, wenn Pläne einfach funktionieren, Leute. Ich liebe es. Ich muss unbedingt auch eine Händlerin finden oder einen Händler. Weniger Maschinen. Das hilft mir, sie zu überbrücken. Huch. Ich denke, ich werde meinen Titel als Sprengmeisterin 2017 beibehalten. Irgendwo hier geht's doch raus. Irgendwo hier geht's raus, genau. Da ist ein Lagerfeuer. Da hinten ist eine Jagddingensbummens. Was ist das denn? Jagdglück. Finde die Talismane. Nee, nee. Habe ich nichts mit am Hut. Da wird's halt einen Händler geben, ne? Ja, von mir aus. Wie Schnellreise ist im Moment nicht möglich. Why? 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 Ist Schnellreise jetzt wieder möglich? Dann würde ich nämlich einen Abstecher zu dem Händler machen. Ja. Ein paar Sachen verkaufen. Und dann gehen wir Gebiete räumen. Ich muss sagen, ich finde die ganze Politik in dem Spiel und die ganze Geschichte, die man theoretisch auch arbeiten kann, wenn man genug mit Leuten redet und sich alles erzählen lässt, ziemlich spannend. Da haben sie sich doch einiges ausgedacht. Das ist fast schon spannender als die Sache mit den Maschinen, so ein bisschen. Klar, das ist auch spannend rauszufinden, warum sie diese Maschinen haben, was mit der alten Welt passiert ist, aber... Ich hoffe, du kaufst etwas. Und ich wollte dir was verkaufen. Läuft gerade nicht. Okay. Dann gib mir deine Kohle. Fehlt dir was davon? Natürlich. So macht man das, Leute. Läuft gerade nicht. Also verkauft man. Nee, warte mal. Zwei verkaufen, bitte. Okay. Es gibt halt Sachen,
die kann man verkaufen wirklich nur gegen Metallscherben. Und wenn man die schon rausmacht aus dem Inventar, gibt das ja auch schon ein bisschen was an Platz. Ja, aber so viel ist das doch hier immer was. Ich glaube, das wird auch... Ja, Kühlwasser nicht. Schockwurzel, ganz ehrlich. Ah, warte, mehrere Verkaufen. Ist besser, als es wegzuschmeißen, ne? Das mache ich auch mal weg. Fleisch ist wichtig. Nee, handeln will ich immer noch, Junge. Fällt dir was? Weiß ich nicht. Lass mich doch einfach mal gucken. Vielleicht finde ich was. Ups. Ach ja, da sind immer noch... Ich finde die ja ziemlich cool, aber es bringt uns leider gar nichts. Zünder. Im Besitz. Davon habe ich so viele im Besitz. Das ist nicht das, was ich brauche. Holzpaket. Ach, Holzpaket. Ich dachte schon, warum sollte ich Paket kaufen wollen? Ah, ich kann Karten kaufen. Ach, hier gab es auch schon Panoramen. Wusste ich nicht. Metallblumen? Es gibt Metallblumen, Leute? Eine Gratisprobe, die nehme ich. Okay, will ich irgendwas... Weißt du was, wenn ich die nicht haben kann, dann hole ich die halt so. So. Ein bisschen was habe ich dir natürlich auch abgekauft. Ist das nicht nett von mir? Ja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Wäre schön. Ja, ne? Wäre schön. Aber was brauche ich denn dafür? Ach, diese Zündspulen, ne? 10 habe ich davon. Ich hoffe, du kaufst es. I try, dude. I try. Fällt dir was da? Irgendwas wird es bestimmt sein. Ne, der hat die gar nicht im Angebot. Dann hat er Pech gehabt. Dann will ich auch gar nichts. Wobei doch, warte mal. Gefällt dir was? Ja, dude, es tut mir leid. Ich kann mich halt einfach nicht entscheiden. So, Schnellreisepakete sind nämlich nie verkehrt. Tja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Wäre schön. Ja, ja. Ist... Oh, eine Nebenquest. Oh. Hallo. Warum solltest du glauben, dass ich etwas Interessantes habe? Oh, hi. Kriegsherrin Sona, du verstärkst Mutterkrone? Wenn die Nora noch einem Angriff des Metallteufels trotzen wollen, muss unsere Abwehr stark sein. Doch, das betrifft dich nicht. Du unterstehst mir nicht. Du kannst trotzdem fragen, Kriegsherrin. Also gut, wir brauchen Lanzenhörner. Sie besitzen Kühlsaft. Und Ariolinsen sind vielseitig nutzbar. Ich habe schon Lanzenhörner gejagt. Ich habe bestimmt, was du suchst. Wundert mich nicht. Aber vielen Dank. Jetzt brauchen die Wachtürme noch Signalpfeile. Bring die hier zu Ornsturm im Süden. Wenn du so nett wärst. Ich kann mit der Frau nichts anpassen. Anfangen. Vorratsengpässe. Ist das eine richtige Nebenquest oder ein Auftrag? Ein Auftrag. Ja, interessiert mich nicht. Aufträge sind erstmal völlig irrelevant. Wir gehen jetzt zu dieser Sona, und werden mächtiges Kadabum machen. Weil mächtiges Kadabum bin ich gut. Da muss ich jetzt irgendwie an das fünfte Element denken mit mächtiges Kadabum. War ein guter Film. Total Trash, aber richtig geil. Ich laufe sehr interessant, glaube ich. Oh. Sorry, Eloy. Eloy, wie auch immer man dich aussprechen möchte, ich weiß. Was seid ihr denn? Ihr seid doch diese Maschine. Die Verderbnis umgibt sie wie eine Rauchwolke. Zeit, sie auszulöschen. Das klingt jetzt aber hart, Eloy.
So, hat das... Ach ja, Feuer. Komm ruhig. Ja, komm doch rein. Ein Zimmer. Also eine Falle. Na komm. Ah, komm hier, hier, hier. Oh, was ist jetzt passiert? Was ist denn da passiert? Leute, was war das denn? Ich habe getan, was ich konnte, um die Verderbnis im Tal zu vernichten. Mal sehen, ob mich das Kaja Fort jetzt über die Berge... Dieses Gift scheint das Metall förmlich aufzufressen. Leute, was ist da gerade passiert? Vielleicht treibt Bernd die Maschinen in den Wahnsinn. Ich habe direkt beide Zonen. Das glaube ich nicht. Das siehst du, hier habe ich noch ganz viele Zonen. Aber Leute, das machen wir nächstes Mal. Dann nehmen wir uns dieses große Gebiet hier vor. Und machen weiter mächtiges Kadabum. Heute ist nicht viel passiert, außer dass wir uns ein bisschen organisiert haben. Schwere Speerangriffe schlagen Maschinen schneller nieder. Gar nicht schlecht. Was ist das hier? Finde ich nicht schlecht, aber ich habe so wenig Platz. Was ist das denn? Zerlege Ressourcen und bla. Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Okay, Leute, wir gehen diesen Pfad lang, einfach weil ich das hier haben möchte. Das hat sich doch mal gelohnt. Ich finde, wir machen uns gar nicht schlecht, ne? So, was haben wir denn jetzt? Ich könnte jetzt mal gucken. Ah, nicht herstellen, Inventar, Schatzkisten. Sehr schön. Ah, sehr schön. Metallscherben. Oft sind da jetzt nicht so viele Sachen drin, aber... Ah, mehr Metallscherben. Finde ich sehr cool. Ah, Schnellreisepaket. Nicht schlecht, Leute. Gute Ausbeute. Na gut, ihr Lieben. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Auch wenn nicht viel passiert ist. Vielleicht kannst du das wirklich benutzen, Aloy. Aber jetzt müssen wir weiter. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, ihr Lieben.